Now playing 100 German short stories for beginners. Learn German with stories. The short stories contain a variety of genres, including mysteries, adventures, humor, and suspense. All stories are designed for an easy and enjoyable learning experience for beginners. Written by Christian Stahl, narrated by Monica Wagner and Christian Stahl. Introduction. Before we dive into the stories, I want to congratulate you. Whether you are just beginning, continuing, or resuming your language learning journey, this is not only a book for language learners and beginners, but also suitable for everyone who likes to listen to good cultural-related stories of a variety of genres. After listening to this book, you'll be another step closer to achieving your language goals. This book is the closest you can come to a language immersion without leaving the country. Some stories are focused on dialogue. These stories contain loads of natural dialogue, so you can learn conversational German as you listen. The first 60 stories are recorded by a male voice, the last 40 by a female voice. Both are in clear and high German. This audiobook gives you the opportunity to enjoy the German language through your imagination and learn important words or phrases. Listen to the stories at your own pace, then, and if needed, re-listen the story once more or until you get a grasp of the story. You can come back to the stories again and again, learning and improving at your own pace. Give it time, and after a while, you'll be amazed how much you are able to understand, even if you don't know the exact meaning of each word. Ich möchte Lehrerin werden. Sabine geht noch zur Schule. Ihr Lehrer fragt die Schüler, was sie in Zukunft machen wollen. Welchen Beruf wollt ihr in Zukunft wählen? Fragt der Lehrer. Michael hebt den Arm. Ich möchte Arzt werden. Dann kann ich die Körper aufschneiden und sehen, was drin ist. Lukas hebt den Arm. Ich möchte Polizist werden. Dann kann ich böse Menschen erschießen. Nicole lacht und sagt, ich möchte Pilotin werden, dann bin ich frei wie ein Vogel. Endlich ist Sabine dran. Ich möchte Lehrerin werden. Ich möchte den Schülern helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, was sie in Zukunft machen wollen. Eine glückliche Ehe. Mein Name ist Bertha. Seit fast 8 Jahren bin ich mit Helmut verheiratet. Mein Mann ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und ich bin Hausfrau. Kinder haben wir nicht, aber wir unternehmen viel zusammen. Mein Mann ist sehr romantisch und auch sehr fürsorglich. Allerdings sind wir auch unterschiedlich. Mein Mann ist ein Sportler, regelmäßig geht er ins Fitnessstudio. Ich stehe später auf und verbringe vormittags mit Fernsehen. Leider habe ich auch Übergewicht. Ich habe meinen Mann versprochen, eine Diät zu machen. Neulich kam Helmut früh nach Hause. Ich hörte nicht, als er ins Haus kam. Er erwischte mich, wie ich gerade im Keller Süßigkeiten aß. Das erste Mal in Deutschland. Ich bin das erste Mal in Deutschland. Heute Morgen bin ich mit dem Zug angekommen. Ich werde für ein Jahr in Deutschland bleiben. Das Land ist sehr gut organisiert. Überall gibt es öffentliche Verkehrsmittel und die Straßen sind sehr sauber. Die Supermärkte sind gut sortiert. Ich finde, dass die Deutschen sehr diszipliniert sind. Pünktlichkeit ist in Deutschland sehr wichtig. Aber viele Sachen sind auch verboten. Sonntags sind viele Geschäfte geschlossen. Die Deutschen sind sehr höflich. In meinem Land
sind die Menschen sehr freundlich und herzlich. Ich bin nach Deutschland gekommen, um Arbeit zu finden. Dialog. Unsere Katze ist verschwunden. Eines Morgens finden wir einen toten Vogel vor der Tür. Ich sagte meiner Mutter, das hat unsere Katze Mika gemacht. Meine Mutter antwortete, das ist die Natur. Das ist gefährlich, sagte ich. Warum? Der Vogel hat Bakterien. Mika bringt Bakterien ins Haus. Du hast recht, antwortete meine Mutter betroffen. Meine Mutter musste eine Entscheidung treffen. Meine Mutter nahm die Katze ins Haus. Danach habe ich Mika nie wieder gesehen. Unfallfrei. Gestern bin ich 70 Jahre alt geworden. Seit über 20 Jahren fahre ich unfallfrei. Ich bin immer viel mit dem Auto gefahren und bin auch immer mit dem Auto verreist. Ohne Auto kann ich nicht leben. Auch kleinere Strecken fahre ich mit dem Auto. Ich hatte nie einen Unfall, weil ich immer ganz langsam fahre. Heute Morgen wurde ich von der Polizei kontrolliert. Es war eine normale Verkehrskontrolle und die ganze Straße war abgesperrt. Nach der Kontrolle musste ich aussteigen. Der Polizist sagte, ich darf nicht mehr mit dem Auto fahren, weil ich noch nie einen Führerschein hatte. Beim Bäcker. In einer Viertelstunde fängt meine Arbeit an. Ich bin mit dem Auto unterwegs und halte noch kurz beim Bäcker. Als ich die Tür zur Bäckerei öffne, warten die Kunden schon in einer Reihe. Es stehen noch 5 andere Kunden vor mir. Die Leute kaufen Brötchen, Schwarzbrot, Toast und ein Rentner kauft sich einen Kaffee zum Mitnehmen. In 5 Minuten muss ich auf der Arbeit sein. Vor mir steht noch ein Kunde. Endlich komme ich dran. Plötzlich kommt ein alter Mann und stellt sich vor mir. Der Verkäufer lächelt und spricht freundlich mit dem Mann. Der Verkäufer gibt dem Mann einen Kuchen. Ich beschwere mich. Entschuldigen Sie, aber jetzt bin ich an der Reihe. Der Mann und der Verkäufer ignorieren mich. Ich nehme den Kuchen und werfe sie in das Gesicht des Verkäufers. Der Verkäufer fällt zu Boden. Alle Kunden sind geschockt. Will noch jemand Kuchen? Frage ich. Die Kunden rennen aus dem Geschäft. Ich stehe allein im Raum und nehme das Brot mit. Im Kino. Dieses Wochenende gibt es einen interessanten Film im Kino. Es soll ein romantischer Film sein. Deshalb gehe ich mit meiner Frau ins Kino. Sie ist eine Nachbarin. Und ich habe sie eingeladen. Wir kaufen Popcorn und sitzen in der hinteren Reihe. Es folgen viele romantische Szenen. Meine Nachbarin lehnt ihren Kopf an meine Schulter. Ich nehme ihre Hand. Plötzlich steht meine Nachbarin auf. Sie ist böse geworden und geht schnell nach draußen. Ich bleibe im Kino sitzen, denn der Film ist wirklich sehr romantisch. Der Taxifahrer. Hubert Meyer ist von Beruf Taxifahrer. Herr Meyer ist ein sehr fleißiger Mensch. Bis zu 12 Stunden am Tag arbeitet er täglich. Nur sonntags nimmt sich Herr Meyer frei. Obwohl sein Beruf sehr anstrengend ist, erlebt er viel Abwechslung und lernt auch viele neue Menschen kennen. Außerdem fährt Herr Meyer einen Mercedes. Darauf ist er sehr stolz. Herr Meyer fährt viele verschiedene Strecken. Oft muss er zum Bahnhof und dort auf Fahrgäste warten. Vom Bahnhof.
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.